Ist, glaube ich, eine angenehmere Quest. Und das ist angenehmer als dieser brutale Kenner. Wie fühlt ihr euch? Ich fürchte, ihr könntet krank sein. Wo ist eigentlich mein Pferd? Und man es nicht irgendwie rufen? Und haben wir das nicht mitgenommen? Wir saßen auf dem Rücken. Stellen vielleicht. Wir sind nochmal sehr weit gereist. Ach, da ist unser Pferd. Fantastisch. Okay, wir müssen da hinauf. Das heißt, über den Fluss. Und am besten hier hin. Das Pferd kann doch so ziemlich alles, oder? Es kann durch den Fluss schwimmen oder nicht. Habe ich das richtig in Erinnerung? Fährt so ziemlich über jede Art von Landschaft durchreiten kann. Das ist ja nicht Platz aus The Witcher. Stufenaufstieg möglich, aha. Da hätte es eine Brücke gegeben. Interessant. Dann nehmen wir den Pfad an der Brücke. Da wird was im Weg sein. Ja, da dachte ich mir hier hoch. Okay, ich dachte, wir waren schon bei 150 über die verschiedenen. Okay, dachte ich, hätte die schon verbessert. Okay, zweihändig. Ich gehe hier alles auf zweihändig. Oder auch nicht. Schwere Rüstung, Schmiedekunst, Zauberung, Veränderung. Schloss knacken. Okay. Nix leveln. Zerbrechlich, Schlössermeister. Ich verstehe das Levelsystem teilweise nicht.
Okay, das können wir nicht. Okay, man ein bisschen Fashion erhöht. Und gleich weitermachen. Die Preise beim Handeln senken. Oder auch nicht. Prozent bessere Preise beim anderen Geschlecht. Das Wachen bestechen, damit sie Verbrechen ignorieren. Okay. Taschendiebstahl-Level könnte auch was werden. Okay, in die Richtung. Nein, ich höre einen Drachen. Null Bock. Vielleicht mal ein bisschen schneller. Pferdchen. Weg mit uns. Einfach weiter reiten, einfach weiter reiten. Ihr da, Reisender, hier drüben. Nö. Ich nehme gerade keine Setquests an. Siegen Anführer der Verführerbanditen. Ah ja. Haben wir das. Einmal quer über den Berg. Das meinte ich jetzt gesagt, aber das fährt dann überall lang. Das kann sogar senkrechte Wände hoch. Grad Steigung, kein Problem. 190 Grad Steigung. 100 Grad Steigung auch, aber ja, das ist dann auch ein armes Pferd. Das wird unser Pferd bestimmt freuen, wenn man Pferdefleisch im Inventar laufen. Nein, nein, nein. Und Lust auf einen. Ach, verdammt. Und der Wölfe. Ich greife nicht mein Pferd an. Was fahrst du dich? Zum Pferd ist eine Rüstung. Nein, ich muss genau in die andere Richtung. Au. Da muss ich hinauf und dann ist irgendeine Festung, eine Drachenfestung, wie es scheint. Berg am Tor. Okay, da war irgendwas Glitzerndes. Ich lasse es liegen. Ja, eigentlich fast nicht mehr auf dem Weg. Wir verirren uns hier noch.
Das ist sehr blöd. Hier scheint aber was zu sein. Helft Hand. Wir sollten mal ein bisschen wenden. Ja, genau in diese Richtung weiter. Wir werden sehr weit nach Norden kommen. Wir sind schon sehr weit im Norden. Bis ans Ende der Welt. Und vielleicht noch viel weiter. Nein. Sei nicht tot, sei nicht tot, sei nicht tot, sei nicht tot, sei nicht tot. Das war nur ein leichter Sturz. Alles voller Schnee und Eis hier. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße, was für Eisen. Ja, wir sind ungefähr auf dem Weg. Schneehund. Schneefuchs. In diesem Land ist auch sonst niemand. Das ist hier nur Wölfe. Und Eisbären, vor denen ich mehr Angst habe. Da waren wir, glaube ich, schon mal auf einen getroffen. Was sind das? Robben? Ne, das sind ja Walrosse. Und Stoßzähne. Kannst nicht viel ab. Wir sollten aber hier auf jeden Fall noch mal zur Winterfeste. Am besten bevor wir zu unserem Zielpunkt laufen. Wir sollten auf jeden Fall Safe Point haben. Jetzt ziehe ich irgendwie noch den Berg hoch. Warum das Winterfest heißt, dürfte allen klar sein. Ist ziemlich fest und naja. Das mit dem Winter brauchen wir nicht erklären. Und wir sind hier gleich schon an unserem Ziel. Oder auch nicht. Was zum Beispiel haben wir denn da? Oh oh. Sieht vielversprechend aus. Jetzt müssten wir dahin.
Ja. Wie soll man da denn hochkommen? Fliegen können wir noch nicht. Fantastisch. Ganz gut, wie wenig Bugs das Spiel hat. Wir suchen die, glaube ich, an der komplett anderen Stelle. Das ist zwar eine imposante Festung. Unser Ziel liegt genau dort. Irgendwas bewerkstelligen. Ja, das wird es leider sein, aber. Da führt eine Brücke von uns drüben hin. Wie kommen wir da rüber? Diese riesige Steinwand können wir nicht hoch. Wasserleiche. Ich versuche hier irgendwo einen Weg nach oben zu finden. Hier vielleicht. Manchmal muss man sich ein bisschen vom Ziel entfernen, um ans Ziel zu kommen. Das sieht doch goldrichtig aus. Und wenn das nicht winterfest ist, dann fress ich einen Besen. Mitsamt Staub und Flusen. Besenkammer. Winterfest entdeckt. Ich glaube, hier parke ich erstmal mein Pferd irgendwo. Hier wohnen Leute. Mein Pferd mal hier. Ich hoffe, es erfriert nicht. Ich tue, was nötig ist, um ein Auskommen zu haben. Muss ich ja wohl. Denn auf meine Entscheidung war das nicht. So viel kann ich euch sagen. Ich hatte keine große Wahl. Ranmir und ich sind hier aufgewachsen. Und er versäuft fast das ganze Geld, das ich verdiene. Da ich nicht genug Geld hatte, um wegzuziehen, habe ich beschlossen, es als Händlerin zu versuchen. Musst.
Sehr komisch. Ihr habt sicher bemerkt, dass es in Winterfeste nicht gerade von Leuten wimmelt. Ich verkaufe, was ich kann. Wenn ein Gegenstand es wert ist, ein Preisschild zu bekommen, dann bekommt er auch eins. Ich habe mir ein paar Mal die Finger verbrannt, ein paar schlechte Geschäfte gemacht. Aber meistens fällt etwas Profit ab. Aha. Ja, das war ganz schön dumm von mir. Ich hätte der Geschichte keinen Glauben schenken und das Geschäft ablehnen sollen. Aber das habe ich nicht. Und jetzt bleibe ich auf diesem wertlosen Krempel sitzen. Es ging um diese Bestattungsurne und das Ingol-Hügelgrab. Er sagte, sie sei mehr wert als ihr Gewicht in Gold, wenn ich sie dorthin zurückbringen würde. Irgendwas darüber, sie in Ingols Kammer zurückzubringen, glaube ich. Was habe ich mir nur dabei gedacht? Selbst wenn es der Wahrheit entspräche, ich setze keinen Fuß in ein altes Grab, in dem es von allen möglichen Gefahren wimmelt. Mich ärgert es schon gar nicht mehr. Ach, ihr wollt es euch ansehen? Gut. Ich verkaufe euch das Ding für 50 Goldmünzen. Dann ist es euer Problem. Auf gar keinen Fall. Bis zum nächsten Mal. Ich frage mich, was ein Drachenblut anfängt, wenn die Grauberge es erst einmal zu sich gerufen haben. Bist du um meine Fertigkeit? Das frostige Feuer. Es tut mir leid. Könntet ihr den Geruch beschreiben? Als ob ein schreckliches Monster explodiert wäre. Was habt ihr getan? Es war eine kleinere Fehler. Ihr seht schlimmer aus. Wenn ihr nicht zufällig eine neue Runde bringt, könnt ihr gleich weitergehen. Genau aus diesem Grund. Nicht unbedingt. Ein Problem mit eurer Akademie, Elaka. Ach, hier ist die Bahnakademie noch was. Wenn ihr etwas braucht, sagt es mir nur. Da gibt es leider nicht viel zu sagen. Winterfeste ist kaum mehr das, was es einmal war. Wenn ihr etwas kaufen möchtet, redet mit Birna. Sie hat nicht viel, kann aber das Geld gut gebrauchen. Und dann gibt es da noch unser kleines Gasthaus. Das meiste Geld kommt vom Besuch an der Akademie, aber auch das hat schon nachgelassen. Mhm. Genau. Die Akademie von Winterfeste im Norden vor der Stadt. Kann man kaum verpassen. Ja, verkaufen. Natürlich. Nein. Für heute gehört das Zimmer euch. Verdammt. Das wollte ich nicht. Werft einen Blick darauf. Jetzt haben wir ein Zimmer. Ein bisschen was zu essen mitgenommen. Lasst mich wissen, wenn ihr sonst noch etwas braucht. Nein, danke. Das ist meine Tür. Wenn ihr mit der Akademie zu tun habt, könnt ihr gerne bleiben. Im Grunde genommen ist das auch unsere Haupteinnahme. Erstmal ein bisschen ruhen. Quelle. Gut ausgelobt. Ihr seht nicht gut aus. Draußen müsste es jetzt Abend sein. Das macht hier sowieso absolut keinen Unterschied. Langhaus des Jahres. Habt ihr euch verlaufen? Unsere Familie ist die einzige, der die Geschehnisse in Winterfeste noch wirklich am Herzen liegen. Corie wird euch als erster sagen, dass es uns ohne die Akademie besser ginge. Und ich stimme ihm zu. Winterfeste könnte richtig gedeihen, wäre die Akademie nicht gebaut worden. Wenn ihr wahre Töchter und Söhne von Himmelsrand kennt, dann sagt ihnen, sie sollen nach Windhelm eilen. Ulfric Sturmmantel erwartet sie. Zuerst haben sie uns so genannt, um unsere Sache lächerlich zu machen. Aber wir haben gar nichts dagegen, nach Ulfric Sturmmantel benannt zu sein. Dem einzig wahren Großkönig von Himmelsrand.
Wir sind die wahren Söhne und Töchter von Himmelsrand und Ulfric. Er ist der wahrste von uns allen. Wir kämpfen, um unser Land zu alter Größe zu führen, um starke, edle Tane an die Macht zu tragen und falsche Jarl sowie die Feiglinge, die sich hinter ihnen verstecken, zu stürzen. Der Klang unseres Zorns ist wie der eines Sturms, der auf die Köpfe unserer Feinde niedergehen wird. Unsere Freundschaft ist wie ein Mantel wahrer Brüderlichkeit für alle, die ihn tragen. Himmelsrand ist die Geburtsstätte der Menschheit, die Geburtsstätte der Ehre. Und diese schneebuckligen Kaiserlichen haben sich von beidem losgesagt, als sie vor den Talmor kuschten. Noch schlimmer, um seinen Anspruch auf den Thron bezahlen zu können, verkauft der Kaiser Himmelsrand und sogar unsere Götter, ja selbst Talos, an die verdammten Elfen. Und was hat Torik getan? Er und die Jarl, die ihn unterstützt haben? Sie haben das Gold des Kaisers angenommen. Sie haben ihr Volk verraten für den Friedensvertrag eines Sklaventreibers. Ulfric hat das Richtige getan, als er ihn tötete. Bald erlösen wir Himmelsrand von den Elfen, ihren elenden Statthaltern und den Jarl, die sie in der Tasche haben. Ja, die Elfen. Diese ganze verdammte Bande. Und wir hacken uns einen Weg durch die Armee, um an sie heranzukommen. Ulfric führt hier keinen Verein. Ihr tretet überhaupt nicht bei. Entweder seid ihr ein wahrer Sohn von Himmelsrand oder ihr seid es nicht. Wenn ihr dazugehört, dann macht euch auf nach Windhelm und redet mit dem Mann selbst. Wenn nicht, tja, dann verschwindet ihr am besten, bevor es ungemütlich wird. Windhelm. Könnte man dann nehmen, wenn man... Eine tolle Axt habt ihr nicht, doch hier. Ihr seht nicht gut aus. Hier kann man nicht reden. Und hier sind elf. Meine Aufgabe ist es, dem Jarl zu dienen und nicht. So, Windhelm. Hier ist Windhelm. Was war wirklich nach Windhelm? Dann, da waren wir schon mal, aber sind noch nie reingegangen. Da müssen wir dann mal, das müssen wir mal machen. Ich hoffe nicht, dass ihr Ärger sucht. Nein, nein. Was kann ich für euch tun? Ich muss noch mal fragen. Der nächste Kaiserliche, den ich sehe, ist tot. Ulfric führt die... Wenn ihr dazugehört, dann macht euch auf nach Windhelm und redet mit dem Mann selbst. Wenn nicht, tja... Verschwindet ihr am besten, bevor es ungemütlich wird. Okay, Windhelm. Das mag ich mir mal als nächstes. So, hier Markierung sitzt. Jetzt müssen wir erstmal hier. Dann treten wir mal endlich den Sturmwind hin, weil was eigentlich schon indirekt die ganze Zeit vorhatte. Ich hab's aufgeschoben und aufgeschoben, aber. Es wird Zeit, dass wir das mal machen. Überquert die Brücke auf eigene Gefahr. Der Weg ist gefährlich und das Tor wird sich nicht öffnen. Ihr werdet keinen Einlass finden. Oh, Verzeihung. Die meisten kommen hierher, weil sie schon von der Akademie gehört haben. Aha, dies ist die Akademie von Winterfeste. Ein sicherer Hafen für Magier in Himmelsrand. Ein Ort der Weisheit und des arkanen Wissens. Hier bin ich falsch. Vielleicht. Aber was erwartet ihr darin zu finden? Ich muss den Willen mich ja. Ah, die Ebene der Unsterblichkeit. Es heißt, sie sei die Quelle aller Magie.
Das ist in der Tat ein hehres Ziel. Es sieht so aus, als hätte die Akademie, was ihr sucht. Jetzt lautet die Frage, was ihr der Akademie bieten könnt. Nicht jeder erhält Zutritt zur Akademie. Wer hier eintreten möchte, muss zeigen, dass er mit Magie zumindest umzugehen weiß. Ein kleiner Test, wenn ihr so wollt. Drachenblut? Es ist so lange her, seit wir Kontakt mit den Graubärten hatten. Habt ihr wirklich die Stimme? Yes. Ich wäre sehr beeindruckt, wenn ich das sehen könnte. Fuß, runter! Dann stimmen die Geschichten. Ihr seid das Drachenblut. Normalerweise müsstet ihr ein paar Kenntnisse in einer der Schulen der Magie nachweisen. Aber ihr? Ich glaube, es gibt vieles, was wir voneinander lernen können. Ich glaube, ihr werdet die Akademie hervorragend ergänzen. Willkommen, Lehrling. Ich führe euch über die Brücke. Sobald ihr drin seid, solltet ihr mit Mirabelle Erwin, unserer Hochmagierin, sprechen. Bitte folgt mir. Klingt nach dem Motto, wohin sollen. Torwächterin. Okay. Aktiv von Winterfeste. Das ist so ziemlich das, wo wir hin sollen. In der Ross ist die Schriftrolle der Alten befindet. Ja, das wird hier wohl sein. Bevor ihr fragt, ja, bei meinen Vorfahren hat Magie immer eine große Rolle gespielt. Und nein, ich möchte nicht darüber reden. Ja, ich weiß, dass es in Winterfeste einst von meiner Art wimmelte. Und nein, es macht mir nichts aus, dass sie nun alle fort sind. Ist damit nun alles geklärt? Nein, das stimmt wohl. Brelina Marion aus dem Haus Telvanni. Ich bin seit langer Zeit die Erste in meiner Familie, die Morrowind verlassen hat. Jetzt bin ich hier, um Beschwörungen zu studieren. Das ist wichtig. Aha. Mhm. Ich glaube, meine Worte waren recht eindeutig. Ja, natürlich. Ah, noch ein neuer Lehrling. Seid ihr einer von denen, die glauben, sie seien hier, um die Welt zu ändern? Oder geht es euch nur um euch selbst? Ich versichere euch, dass ich euch alle sehr genau beobachten werde. Nachdem die Beziehungen zwischen Bund und Kaiserreich nun stabil sind, möchten wir nur noch Himmelsrand helfen. Wir möchten seine Einwohner durch diese Zeit der Veränderung leiten und sie in eine bessere Zukunft führen. Ich bin der Berater des Erzmagiers. Die Talmor möchten die Beziehungen mit eurer Akademie fördern. Ich stehe dem Erzmagier zur Verfügung, wenn er Rat benötigt. Ah, ja. Ihr mögt es gewohnt sein, dass das Kaiserreich. Ich denke, ich darf mal eintreten. Ich denke über viele wichtige Dinge nach. Eure Angelegenheiten gehören nicht dazu. Palim, palim. Willkommen, willkommen. Wir wollten gerade anfangen. Bitte bleibt doch und hört zu. Also, wie... Die Schriftrolle der Alten. Sagte. Nicht die hier. So ziemlich. Zunächst einmal geht es... Darum zu verstehen, dass Magie ihrem Wesen nach flüchtig und gefährlich ist. Wenn wir sie nicht kontrollieren können. So, hier Lehrmeister, ich muss mal hier auf Abwege kommen.